Beim Schlendern über die Straße der Museen in Halle 4 bleibt der Blick plötzlich an vielen kleinen, blitzenden Äuglein hängen. Glasäuglein, die gehören zu Puppen aus dem Puppen- und Puppenstubenmuseum Kleine Welt in Staufen. Hallo Frau Lüttke. Hallo. Wie viele Puppen haben Sie hier mitgebracht aus dem Museum? Wir haben ungefähr so 20 Puppen mitgebracht, von 1900 bis 1950. Hier haben Sie eine Puppe mitgebracht, das ist der Friedrich. Der Friedrich ist um 1900 und dieser Kopf ist aus Porzellan, der Körper ist aus Masse. Aber Sie machen die Puppen ja auch selbst. Ja, wir machen die Rehbornpuppen selbst und geben auch Kurse, das sehr gut anspricht. Und zwar mache ich hier auch die Köpfe, die Rute mit Haare. Ruten bedeutet die Haare einsetzen mit Nadeln, mit ganz feinen Nadeln. Wenn ich eine Puppe zu Hause habe und die hat keine Augen mehr, eins ist rausgefallen, irgendwas ist kaputt, kann man die zu Ihnen bringen und Sie verarzten die? Selbstverständlich, die ganzen Puppen werden repariert. Die, ob Schildkröte oder ob Gliederkörper, es ist egal, was für Puppen, die ganzen Puppen reparieren wir. Nur die Schildkrötpuppen, wo Löcher haben, die schicke ich in eine Spezialfirma, wo also so, dass man nichts mehr sieht. Übrigens kann man auch Puppenkleidung hier bewundern und Puppenwohnungen, genau genommen die Puppenstuben. Und die sind unglaublich detailreich. Was haben wir denn hier für eine Puppenstube? Diese Puppenstube ist von 1890 und stammt aus Berlin. Das ganze Teil ist zu viel Zinnsachen drin, auch das Essgeschirr ist aus Zinn. Und die Möbel sind so gemacht, dass die Kinder auch richtig spielen konnten, wo die Türen noch aufgehen. Außerdem ist hier noch eine Biedermeier-Puppen drin von 1880, die immer wieder bewundert werden, wo sie aber im Staufen im Museum noch viel schönere und mehr bewundern können. Auf der Straße der Museen hier in Halle 4 auf der Badenmesse gibt es auch noch wunderbare weitere Exponate unterschiedlicher anderer Museen. Schauen Sie rein. Freiburger Messe TV. Freiburger Messe TV. Immer aktuell informiert.